Ahoi ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute bauen wir gemeinsam einen Leuchtturm und ich habe mich dafür erstmal an meine Lieblingsposition in der Bauwelt begeben, weil hier ich finde die Atmosphäre so schön in der Natur. Ich habe ein Schiff-Tutorial gemacht. Ich habe das aufgenommen, aber ich bin so unzufrieden damit, wie meine Audioqualität ist. Außerdem muss ich jedes Mal, wenn ich ein Video aufgenommen habe, muss ich die Audiospur abtrennen, einzeln bearbeiten und wieder anfügen. Und ich, schlauer Fuchs, habe das jetzt folgendermaßen gemacht, dass ich mir ein Gate installiert habe. Oder nicht nur ein Gate, sondern auch noch eine Rauschunterdrückung und sonst was. Ich zeige euch das einfach mal kurz. Jetzt, wir machen mal das Gate aus. Das hört ihr jetzt noch nicht wirklich. Also ihr hört noch nicht wirklich einen Unterschied, glaube ich. Weil ein Gate macht eigentlich nur, wenn jetzt jemand bei meiner Tür leise reinkommt und sagt, ja, Leonard, es gibt Essen. Dann würdet ihr das nicht hören, weil es so leise ist, dass er das abschneidet. Das hier, ich lasse das mal aus. Das da ist ein Equalizer, der macht nur so ein bisschen die Stimme. Also dass mein tiefes Gegrummel nicht mehr so aufgenommen wird. Genau. Und jetzt noch ein Rauschfilter. Und jetzt soll das ziemlich rauschig sein. Nachher habe ich das überhaupt nicht angestöpselt und ich höre mir so das Video an und denke, shit, ich muss alles nochmal nachbearbeiten. Und diese Stelle ist völlig sinnlos. Okay, aber ich habe das jetzt hier auf meinem linken Bildschirm. Genau, ich mache das mal alles wieder an. Okay, und zwar, da haben wir das coole Stück. Habe ich noch gar nicht so gezeigt. Das ist der Leuchtturm, den wir heute bauen möchten. Und auch in die Inselwelt einfügen möchten nachher. Genau, und ich habe ihn nicht allein designt, sondern weil ich gerade sowieso mit dem Kakadu-Brot bzw. Max im Talk war, habe ich gedacht, ich frage ihn einfach mal. Genau. Von innen gibt es gar nicht viel zu sehen. Ups, das war ein bisschen schnell. Wir laufen hier mal schön entspannt hoch. So. Genau, mit schöner Laterne über der Tür. Da kann man sich ja noch was einfallen lassen mit Item-Frames hier oder so. So kleine Spielereien, da habe ich mir jetzt gar nicht so... Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich hier mit Shader drin bin. So, genau, hier drin habe ich mir jetzt auch nicht zu viel Mühe gegeben, weil ich denke, das muss den Umständen entsprechen oder also so, wie ihr es halt braucht, so solltet ihr es auch einrichten, genau. Aber ich werde es dann für die Inselwelt werde ich es dann schon noch schön einrichten. Genau. Und das gute Stück wollen wir jetzt mal bauen. Witzige Story übrigens, ich kam auf die Idee, weil ich Master Builders gespielt habe. Also eigentlich wollte ich sowieso einen Leuchtturm in die Bauwelt bauen und dann habe ich mit einer Klassenkameradin Master Builders gespielt. Und dann hatten wir die Aufgabe Leuchtturm, dann habe ich den Leuchtturm gebaut und habe damit sowohl gewonnen als auch, also ich war auch sehr zufrieden damit, so würde ich sagen. Und dann habe ich gedacht, na gut, wieso dann nicht den Leuchtturm als Tutorial bauen? Genau. Deshalb habe ich den jetzt so aus dem Kopf ungefähr nochmal rekonstruiert. So, wir fangen mal an, indem wir hier eine Art Kreis bauen. Wir bauen die jetzt ziemlich dicht aneinander, aber das ist okay. Genau, und zwar ist es diese untere Ziegelschicht hier einfach. Die untere Reihe ist erstmal eigentlich überall Cobblestone, außer hier können wir jetzt schon eine Treppe reinsetzen, wenn wir dann solche Muster reinmachen möchten. Ich merke jetzt schon, wie meine Stimme wieder krummeliger wird. Ah, ich gebe jetzt so mein Bestes, dass das besser wird. Ich mache sowieso schon seit längerem, mache ich tatsächlich Einsing-Übungen davor manchmal, weil es halt der Stimme ein bisschen einen anderen Klang gibt. Okay, wir setzen jetzt hier zwei Treppen, die nach dort zeigen, also an diese Bubble dran, so. Und da setzen wir zwei Treppen so übereinander, dass das einfach aussieht wie eine Stufe, die reingerückt ist. So. Guck, was wird das Plot der Woche? Tja, spannend, ja? Habe ich mich noch nicht entschieden. Muss ich noch überlegen, tatsächlich. Das seht ihr dann am Ende. Habe ich das eigentlich alles falsch rumgebaut? Nee, die zwei habe ich falsch rumgebaut. So, die müssen wieder so rum. Okay. Und jetzt. Wir lassen mal erstmal die Treppe weg. Und das können wir dann später noch einfügen. Einfach damit wir jetzt besser bauen können. So, und zwar setze ich jetzt hier immer Stufen drauf und setze aber an die Mittelpfosten, setze ich noch eine Stufe mehr. Und dann setze ich hier wieder die Treppen, dass sie so nach dort zeigen und nach dort. Okay. Jetzt können wir hier vier Blöcke, beziehungsweise vier ist eigentlich, doch vier ist die richtige Zahl, von, was ist es denn, weißen Terrakotta platzieren. Wo kann man sich nochmal spawnen? Ah, da programmiere ich gerade. Genau, das ist auch interessant, da geht es viel hin und her in letzter Zeit mit Programmieren und so weiter, weil wir haben coole Pläne,
Ja, jetzt im Moment gibt's die gerade gar nicht, weil wir haben einen coolen Plan, aber der Programmierer ist dann jetzt leider aus dem Team gegangen und wir sind jetzt zu viert im Team, ein gutes Team. Wenn jemand von euch noch gut mit Java programmieren kann und sich damit auskennt, darf der gerne noch mit da reinkommen, dann ist das eine gute Unterstützung. Ansonsten gilt's jetzt einfach kurz abzuwarten, bis wir das erste Hauptplugin fertig haben und dann funktioniert auch alles und dann kommen Stück für Stück die Features dazu. Das wird ganz cool. Genau. Okay, erster weißer Ring ist geschafft. Genau, und wenn ihr jetzt doch einen Spawner braucht, dann könnt ihr einfach zu den anderen Plots fliegen und mit Mausrad draufklicken. Und dann habt ihr den auch. Genau, und ihr könnt euch jetzt mal überlegen, ich mache das jetzt erstmal überall hin. So. Wo denn die ersten Fenster hinkommen sollen. Denn ich finde es eigentlich ganz cool, diese kleinen Fensternischen da dran zu machen. Oder man lässt es jetzt erstmal weg und guckt dann am Ende, wo die Fenster hin sollen. Gefällt mir übrigens besser die Methode. Am Ende einfach Fenster reinbauen. Machen wir es doch so. Okay, hier setzen wir jetzt immer so ein halbes Plus drauf. So. Und an die Ecken gehen wir halt so nach innen, damit der Kreis oder der Leuchtturm halt schmaler wird. Genau. Jo. Und mit Rot gehen wir jetzt direkt noch einen Schritt weiter. So. Indem wir hier innen nur noch diesen 5x5 Kreis ohne Ecken haben. Also 5x5 Rechteck. Ohne Ecken. Ja, so macht's Sinn. Genau. Übrigens, also, ihr könnt euch das Schiff ja mal in Ruhe angucken hier auf dem Server und sagen, ihr wollt jetzt ein Tutorial. Dann kann ich mir überlegen, ob ich das jetzt irgendwie nochmal zusammenschneide und nochmal neu vertone, ob ich einfach Zähne zusammenbeiße und das auch mit komischer Stimme. Also ich klinge halt in dem Video irgendwie ein bisschen demotiviert und so. Ob ich das einfach so hochladen soll. Da können wir mal gucken. Einfach Feedback geben. Finde es sowieso cool, wenn wir viel in den Kommentaren schreiben und so. Ich glaube, ist ja auch normalerweise so. Beziehungsweise, das meiste Feedback kriege ich ja hier auf dem Server und im Talk und so, weil da kann ich ja dann auch direkt nachfragen. Das mache ich dann auch immer, soll ich jetzt hier so das Video machen oder so? Genau. Okay, so, Leuchtturm, Grundriss, geschafft, check. Jetzt machen wir erstmal mit der Kapsel da oben weiter. So. Und zwar benutze ich da wieder mein Lieblingsmuster. Und zwar so, Zaun, dann Treppe, da drin Stufe. Und damit haben wir so einen Bogen. Da drauf, Block und zwei raus. So. Der Block, der dient jetzt hier für alle hier. So, können wir gleich mal nutzen. Und immer so, upala. Alles verbaut, was man verbauen kann. Oh nein, nehme ich auf 10 FPS auf? Oh, ich nehme auf 25 auf. Ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert, ey. Dann ist die Aufnahme einfach unbrauchbar. Es ist so nervig. Dann kann man einfach wieder neu machen. Ich glaube, was habe ich zuerst? 10 FPS aufgenommen. Ah, die Inneneinrichtung, genau, die Inneneinrichtung hier habe ich zuerst mit 10 FPS aufgenommen. Richtig nervig. Und dann weiß man, man muss alles wieder neu machen. Okay, so. Achso, weil ich, das muss ich natürlich vielleicht auch erklären, weil die 10 FPS, die habe ich drin, um den am Spawn Speedbuild zu machen. Ich kann euch auch mal ganz kurz, /ph, ich bin ein super Tutorial-Tipp, ich fliege einfach mit einem Tutorial weg, um euch Dinge zu zeigen. Aber hier genau am Spawn bin ich jetzt schon weitergekommen und unser Telefon klingelt gerade. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das Gate, das ich installiert habe, es schafft, dieses leise Telefongeräusch. Ne, wenn ich rede, nicht. So, jetzt habe ich gerade nicht geredet. Vielleicht hat er das jetzt weggeschnitten. Naja, wie auch immer. genau. Hier habe ich jetzt schon weitergebaut. Da oben baue ich jetzt gerade so ein bisschen. Könnt ihr euch angucken. Hier mit /spawn kommt ihr jetzt, glaube ich, wieder hier hin. Ja, genau. Jakob ist wieder hierher gesetzt. Hier probiere ich gerade noch rum, wie ich das mache. Ich möchte so eine Story erzählen, dass das zuerst so eine Dschungelinsel war. Ah, danke, Blue. Hat gebootet. Dass das zuerst so eine Dschungelinsel war und im Laufe der Zeit wurde es aber zu einer Pirateninsel. Und da haben wir schon den heiligen Hühnergott. Weil im Moment sind Tiere zu spawnen noch verboten. Oder was heißt verboten, aber es ist noch blockiert, weil ich das für Gems machen möchte. Und Gems kriegt man durchs Voten. Genau, dann ist auf dem Plot aber trotzdem aus Versehen mal irgendwie ein Hühnchen aufgetaucht und keiner konnte es sich erklären. Und dann sind die Spieler den ganzen Tag da geblieben, um das Hühnchen zu beschützen. Das war witzig. There we go. Okay. Jetzt machen wir oben mal weiter mit Zäunen und so weiter. Okay. Ich setze mal hier Ambosse drauf und hier unten rein Block, Stufe und da habe ich eigentlich nur eine Stufe, oder? Ja, krass. Also hier immer nur eine Stufe, Block, Stufe. Ah, jetzt könnt ihr auch alle Master Builder Pros werden, wenn ihr das Thema Leuchtturm kriegt. Müsst ihr einfach schnell den aus dem Gedächtnis bauen.
Ich mache das tatsächlich so, dass ich manchmal bei Themen, da gab es zum Beispiel mal Schiff oder so, dann baut man schnell sowas, also nicht sowas, aber sowas in kleiner aus dem Gedächtnis und dann, das klappt gut. Manchmal kommen dann aber auch Themen wie Elefant oder so, da muss man halt improvisieren. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr gerne überhaupt Master Builder spielt. Ich kann es gar nicht so einschätzen, ob Leute, die gerne bauen, auch gleichzeitig Leute sind, die Master Builder spielen. Oder ob das so zwei ganz andere Kategorien sind. Aber manchmal mache ich das mit Leuten hier vom Server. Das ist ganz witzig. Einfach mal eine Runde entspannt spielen. Genau. Okay, jetzt geht's hier weiter. Ich sehe gerade beim anderen, habe ich hier einfach so einen Ring aus Stufen gemacht. So. Oh, der Prey hat auch gevotet. Jetzt haben wir alle durch, oder? Ja. so. Ich mache das hier jetzt anders. Und zwar setze ich hier jetzt noch eine Treppe rein, damit sie ein bisschen mehr ansteigt gleich. So. Nein. Okay, und hier innen geht's jetzt direkt so. Also ich mache das hier jetzt einfach mal so ganz durch, so. Genau, also drei Blöcke und in der Mitte wieder eine Stufe drauf. Und jetzt geht's noch eins steiler. So. Der Blue hat mir einen Fuchsbau vorgebaut. Das wäre auch mal ein interessantes Thema. Wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr Harry Potter Fans seid, hier auf dem Server sind wir ein ganzer Trupp von Harry Potter Fans, ob ich mal irgendwie sowas wie Hagrids Hütte oder den Fuchsbau bauen soll. Das wäre, glaube ich, schon ganz cool. Und ich würde es gern machen, weil ich bin ein kleiner Harry Potter Fan, aber ich richte mich natürlich nach euch. Also könnt ihr gerne sagen, wie ihr das so seht. Insgesamt, genau. Und jetzt setze ich hier unten mal ein paar Knöpfe, aber eher unten. So, weil ich finde es, weiß nicht, ich mache den unten so solider. Und zu viel ist immer zu viel. Wer hätte es gedacht? Okay, jetzt brauche ich noch blaues Glas. So. Und ich finde, die Fenster kann man natürlich mit normalem Glas machen, aber ich finde es eigentlich ganz witzig, die mit blauem Glas zu machen, weil es dann so einen Kinderzeichnungslook hat. Weil bei Kinderzeichnungen ist immer rot-weiß und dann noch so ein paar blaue runde Fenster dran. Und dem wollte ich so ein bisschen treu bleiben. Genau, und jetzt setze ich hier einfach, coole Idee von Max. Da wäre ich nie selber drauf gekommen. Ich habe das immer so gebaut. Aber dann ist der Platz breit. Und wenn man so macht, dann sieht es schöner gestützt aus, schönerer Bogen und das Fenster ist immer noch da. Also einfach ein Zauntor und zuklappen. Und jetzt kann man da immer so ein bisschen rein umgehen. Ja, ich antworte ja gleich wieder Brain. Genau. Und ich gehe das jetzt immer. Und jetzt gehe ich hier immer so im Kreis nach oben, weil. Es passt jetzt vielleicht nicht ganz auf die Wendeltreppe, aber unten drin ist ja eine Wendeltreppe und das soll der ja so ein bisschen folgen. So. Und wenn einem jetzt hier zum Beispiel noch ein Fenster fehlt, guck mal, da habe ich auch zwei übereinander. Kann man ja einfach ausprobieren, kann man ja auch von innen zubauen oder ist ja egal. Okay. Und jetzt fehlt noch eine Tür und oben gucken wir noch ganz kurz rein. Also, zuerst mal oben. Das ist easy, dann machen wir die vier wieder weg. So, nehmen jetzt Slab zum Beispiel, die da. Ich bin jetzt irgendwie seit dem Einrichtungsvideo, wo ich gemerkt habe, wie lang dieser Block schon mit dabei ist, fühle ich mich ihm irgendwie verpflichtet, ihn öfter zu benutzen, damit er gewürdigt wird. So, und oben mache ich das Gleiche, denn ein Leuchtturm soll ja leuchten, dafür braucht es Feuer. Und Feuer ist heiß und Holz brennt bei Hitze. Das ist nicht gut. Deshalb benutzen wir Stein. Okay, ist jetzt hier einfach mal so ein Block, der nach oben zeigt. Und dann kann man da schön ein Beacon drauf machen. Und beim anderen habe ich jetzt hier noch so ein Dinger drunter gemacht. Ich weiß gar nicht warum. Man kann auch zwei Beacons setzen, aber vielleicht lassen wir hier einfach mal zwei Beacons. Genau. Man kann auch Glas drum machen, aber dann kommt man nicht mehr hoch, denn wir müssen jetzt hier einen Torch. Wir müssen hier einen Leiterschacht machen. So, hier kommt man dann mit der Leiter runter. Hier ist die Wendeltreppe dann, aber das machen wir gleich. Okay, jetzt brauchen wir nur noch einen Eingang. Und ein bisschen anderes Deko. So. Und zwar, unser Eingang war wie folgt. Die Tür endet auf der Höhe tatsächlich. Okay, das heißt, hier können wir mal das Rote und unten einen weißen wegmachen, eine Treppe reinsetzen. Darunter kann man auch eigentlich schon... Das mache ich mal alles hier weg, so. Stein setzen, so. Und hier eine Tür rein. Sehr gut. Was ich hier gemacht habe, was mir irgendwie sehr gut gefällt, ist so eine Laterne anläuten. So. Und zwar habe ich hier einfach eine
Stufe, dann eine Treppe und hier wieder eine Stufe. Und damit es hier nicht so fliegt, aber so sieht es mir zu gerade aus, setze ich so eine Trapdoor rein und dadurch sieht es so geschwungen aus. Und hier würde ich jetzt eigentlich intuitiv auch noch eine hinsetzen, aber da muss unser Gitter hin und an das Gitter muss die Laterne. So, also muss natürlich nicht, könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. Okay, und jetzt hatten wir hier eben noch die Idee beim Bauen, beziehungsweise, das mache ich jetzt doch mal wieder Cobblestone, dass wir hier so eine Treppe rumdrehen. Also das ist irgendwie so, wenn man Leuchtturmbilder googelt, ist es auch so, dass der Eingang immer ein bisschen erhöht ist. Der ist nicht hier unten irgendwo. Macht ja auch Sinn, das ist ja das Fundament. Du willst ja nicht ins Fundament reingehen, du willst ja... So, das hier habe ich mir gar nicht genau angeguckt vorhin, wie wir das gebaut haben. Aber da verfolge ich eigentlich eine ganz einfache Strategie beim Bauen. Zeige euch das mal. Und zwar, also erstmal, es sah ja so ungefähr aus. Kann man hier so geländermäßig bauen, genau. So. Zum Beispiel. Dann hat man hier so ein Geländer erzeugt und kommt da oben rein. Hier wollen wir natürlich noch Treppen. Das haben wir beim anderen so gemacht, dass wir immer abgewechselt haben. Zwischen Stufe und, also zwischen diesem Zeug hier und Cobblestone. Das sah eigentlich ganz cool aus. Deshalb mache ich das jetzt hier auch mal so. Okay. Und hier kann man jetzt auch nochmal so ein Geländer machen. So. Okay. Und was ich jetzt mache, weil hier unten das vielleicht einem nicht so gefällt, kann man hier unten einfach wieder ein bisschen Gras anhäufen. Das ist der Trick für alles, retuschieren einfach mit Gras. Mache ich so oft. es erleichtert einem viel. So. Okay. Und was jetzt noch fehlen könnte, das machen wir mal noch. So. Okay. Was jetzt noch fehlen könnte, wäre natürlich Grünzeug. Ich bin tatsächlich persönlich ein Fan davon, Eichen und Fichtenlaub zu kombinieren. So. Ups, das war kein Fichtenlaub. So. Dann sieht es irgendwie aus wie so eine neue Art Pflanze. Und ich mag Fichtennadeln irgendwie in Real Life nicht so gern, aber in... Guck mal hier. Sieht, es hat doch schon eine schöne Farbe gemeinsam. Aber genau, der Max, der baut gern mit Dschungel. Dschungel. So. Dschungel. Das sind Oak Leaves. Ups. Das sind Jungle Leaves. So. Und Ranken. Und bei Ranken gibt es nur ein Problem. Und zwar wachsen die immer weiter, wie ihr seht. Dafür gibt es aber dann den Trick mit den Structure Void Blöcken. Also wenn ihr das verhindern wollt, dann könnt ihr ihr könnt es nicht so machen. Okay, wir machen das dann gleich so. /Vote. Und dann kriegt ihr hier für, sammelt ihr hier Gems. Und für Gems könnt ihr euch hier unten Zeug freischalten. Zum Beispiel den da. So. Und der da ist einer. Der ist unsichtbar. Jetzt sieht man ihn hier. Der Block. Der schwebt hier einfach und ist unsichtbar. Und durch den kann man durchlaufen, das ist gar kein Problem. Der ist eigentlich quasi gar nicht da. Der erfüllt nur den Zweck, dass er all den Block besetzt. Das heißt, Wasser kann da nicht hin, Ranken können da nicht hin und so weiter. Das heißt, ich kann jetzt hier eine Ranke hinsetzen und kann die von allen Seiten, ja, ganz große Klasse, so, mit Structure Blöcken, oder wie die heißen, so, einbauen. Und jetzt habe ich die Ranke gefangen genommen, was völlig unnötig war. Genau, und Jungle Leaves kann man hier unten, also ein Gestrüpp wächst ja eigentlich unten los. So. Und hier vielleicht auch noch ein bisschen so. Genau, ich wollte einfach so einen alten Leuchtturm-Look machen. Genau. Was ich dann noch gemacht habe, Grasdungwurm. Und damit haben wir einen Leuchtturm geklont. Okay, beziehungsweise ihr nicht, ich habe den geklont. Genau, was ich gerade noch sehe. So. Jetzt haben wir den Leuchtturm doch. Soweit. AirTag. Jetzt fügen wir den noch ganz schnell in die Inselwelt ein und dann zeige ich noch kurz, wie er da aussieht. Dann seht ihr noch den Plotter, also bleibt für beides noch kurz dran. Und genau, dann viel Spaß beim Nachbauen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss mit Ö.